Nächster Redner, Herr Abgeordneter Michael Bernhardt. Danke, Frau Präsidentin. Ja, es ist leider, die Kolleginnen brauchen noch kurz, um sich zu beruhigen. Der Anlass heute ist nicht so fröhlich, wie man es glauben möchte. Wir werden Zeuge davon, wie sich die drei Parteien, ÖVP, SPÖ und FPÖ, mit den Mitteln des Parlamentarismus nicht versuchen, gegenseitig zu kontrollieren, sondern tatsächlich zu vernichten. Und der Schaden, den sie alle anrichten, der betrifft nicht nur ihre Parteien, sondern er betrifft das ganze Land. Er betrifft jeden einzelnen Bürger, jede einzelne Bürgerin und das Vertrauen in die Politik. Und da machen wir NEOS ganz bestimmt nicht mit. Wo wir natürlich schon mitmachen, ist Kontrolle und Transparenz. Es ist ein zentrales Anliegen. Und ich möchte jetzt nicht an der Oberfläche bleiben, sondern ich habe mir das Verlangen nach der Einrichtung des Untersuchungsausschusses sehr genau angesehen, der von der ÖVP heute erneut eingebracht worden ist, weil er eben, oder zuletzt erneut eingebracht worden ist, weil der letzte eben nicht zulässig gewesen wäre. Das, was in diesem Verlangen ganz konkret gefordert wird, sind verschiedene Punkte, aber unter Punkt 5 ist enthalten, dass insbesondere durch die Covid-Finanzagentur des Bundes, also die COFAG, natürliche und juristische Personen, die die SPÖ oder die FPÖ etwa durch Spenden unterstützt haben oder diesen Parteien in irgendeiner anderen Weise nahe gestanden sind oder stehen, kontrolliert werden sollen. Aus 236.000 Anträgen, aus wahrscheinlich 200.000 Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmern, das entspricht in etwa der Hälfte der Menschen, die in unserem Land selbstständig sind, wollen Sie diese Daten herausholen, die in irgendeiner Form mit der SPÖ oder der FPÖ in Verbindung gestanden sind. Es ist jetzt nicht eine große Parteispende, es steht in einer Spende oder eine andere Form von Unterstützung. Vielleicht ist es ein Blumenstrauß, vielleicht ist es eine Kandidatur auf Gemeindeebene, vielleicht ist es ein gemeinsames Foto. Sie definieren nicht die Form der Unterstützung. 236.000 Daten. Das ist aber nicht die große Sauerei alleine. Wenn man sich das dann weiter vorliest, was da runterkommt, wie Sie das in Verbindung setzen wollen. Sie wollen sich dann anschauen, alle Informationen aus den Bereichen der Abgabenprüfung bei diesen Unternehmen. Alle Informationen von den 236.000 Unternehmen verbunden mit der Abgabenprüfung. Und dann gehen Sie weiter und sagen, alle Informationen aus den Förderprogrammen des Bundes. Sie wollen also jede Unternehmerin und jeden Unternehmer in einen Generalverdacht stellen. Sie wollen in einem Superwahljahr, wo wir wissen, dass die politische Unintelligenz generell zunimmt, insbesondere bei der ÖVP, da wollen Sie zigtausende Daten sammeln. Sie wollen Steuerunterlagen, Abgabenunterlagen, Förderunterlagen, COFAG-Unterlagen, in der Hoffnung, dass Sie da irgendetwas finden von zigtausend Unternehmen und Unternehmern. In Ihrer Schlacht, in Ihrer Abwehrschlacht, damit bei Ihnen nichts hängen bleibt, wo Sie versuchen, den ganzen Raum mit Unrat zu fluten, wollen Sie als Geiseln jeden Unternehmer und jede Unternehmerin hier reinholen? Herr Kollege Hanger, Sie haben vor Ihre Worte sehr wohl gewählt. Aber die Worte helfen nichts, wenn die Daten, die in einem solchen Verlangen drinnen stehen, das Gegenteil sprechen. Sie haben im nächsten Jahr vor, Ihre Aktenschränke zu füllen mit den Unterlagen von Selbstständigen in unserem Land. Sie wollen zerstören, dass irgendwann ein Unternehmer wieder mit einem guten Gewissen Förderungen des Bundes annimmt, weil er weiß, Jahre später kann es passieren, dass er vielleicht, wenn er irgendwo mal einen Blumenstrauß bekommen hat, in einen Untersuchungsausschuss eingeladen wird. Sie wollen zerstören das Vertrauen bei einer Abgabenprüfung, die eh nicht immer unkompliziert ist, dass man da ganz konkrete Informationen auch hergibt, weil dann irgendwann ein ÖVP-Abgeordneter diese Unterlagen verwenden kann, im Wahlkampf um irgendjemand anderen anzupatzen. Wir NEOS, wir stehen sicherlich nicht in dem Verdacht, die Freiheitlichen oder die Sozialdemokraten zu schützen. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, deren Unterstützer und Unterstützerinnen zu schützen. Wir werden aber in den nächsten Monaten jeden einzelnen Schritt bekämpfen, wo Sie Unternehmerinnen und Unternehmer attackieren
nur weil sie zu einem Zeitpunkt, wo ein Finanzminister die Richtlinien der COFAG definiert hat, diese Hilfe auch in Anspruch genommen haben. Sie ziehen in ihre letzte Schlacht und das auf dem Rücken von Unternehmern und Unternehmern, die ihnen in der Vergangenheit leider vertraut haben. Wir NEOS werden da ein Schutzschild aufmachen, damit das nicht Wirklichkeit wird. Sagt Michael Bernhard, er ist der bis jetzt